Hallo. Also, hier hatte Roy Road den Weltrekord, den wollte ich unbedingt haben. Das sind Maps von ZBlue. Er war bei X3 im Stream. Ich wusste nicht, dass er so schöne kleine Level baut und ja, easy cheesy. Jedenfalls, es hat nicht lange gedauert. Wir haben vielleicht höchstens 40 Minuten gebraucht, um in den zu klauen. Keine Ahnung, ist schon eine gute Zeit. Wir haben den aber auch nur um 0,002 Millisekunden gebrochen. Also, das war echt nicht viel. Ich breche Roy Roads Rekorde niemals richtig krass. Ist schon heftig, der Typ, du. Für Shell Precision haben wir auch nicht lang gebraucht, da konnten wir genüsslich unsere Control Shell Jumps machen. Die waren richtig schön hier beinahe schon gebraucht worden, weil die Wände sind überhaupt nicht richtig krass hoch für High Shell Jumps, das ist schon krass. Am coolsten finde ich das hier. Dadurch, dass ich nicht auf den Boden darf, muss ich diesen Upthrow machen. Aber es ist so ein gemütlicher Upthrow. Naja, auf jeden Fall geile Map, ne? Ich kam da sehr schnell durch, direkt der Weltrekord und ja, nice Map. Also das war wirklich eine spaßige Map Moon, ne? Weiter so. Wir haben jetzt hier einen spaßigen Speedrun, wo man einfach nur Sachen in irgendwelche Öffnungen werfen muss oder gegen irgendwelche Schalter. Und ja, ich habe das auch gespeedrunnt. Da hatte Dave Bay vorher den Rekord. Ist, glaube ich, ein Streamer auf Twitch. Ich war, glaube ich, einmal bei ihm, wenn das da ist. Joa. Dann haben wir hier schön unsere Spins gemacht. Also Hauptsache, ich kam da sauber durch. Ob das jetzt wirklich schnell war, war mir egal. Einfach nur sauber. Man hing da so oft fest, das war so nervig.
Jetzt schnell hier reinjumpen und fertig. Schöne Map. Das war auf jeden Fall spaßig, eine der spaßigen Sachen. Wir kommen jetzt aber zu Homie Stan und das hat mir meine ganze Zeit geklaut. Das war schon krass. Ja, meine erste schwere Homie Stan Map ist eine 3D Map, auch nicht schlecht. Also das Ding ist, ich musste am Anfang immer Full Shell Jumps machen. Hier musst du immer Full Shell Jumps machen, immer. Mit Control kommst du hier gar nicht weit. So, jetzt werfen wir die Shell hier rüber, wir machen einen Ground Pound. Jetzt konnte ich einen Control Shell Jump machen, das war ganz cool. Da mussten wir hier an die Wand. Zu meinem Glück konnte ich diesen Part hier mit Control Shell Jumps machen. Der erste Controlled, der zweite Full, weil der Cooper ist in einer mega langen Pipe und der Cooper kommt dann erst nach oben, wenn du zwei Shell Jumps gemacht hast. Erst das hat genug Zeit verbraucht. Diese Shell hier abzufangen und anschließend diese Shell Jumps zu machen, war extrem schwer. Die erste Shell zu fangen und dann den Winkel für den Shell Jump zu haben, schlimm. Jetzt schießen wir. Wir haben den Weltrekord, weil wir das hier gemacht haben. Eigentlich hätten wir zwei Surfs machen müssen mit Regrab. Aber wir können die Shell einfach gegen diesen Bully werfen und er geht direkt auf den P-Switch. Wir müssen einfach nur noch Ground Pounden so lang. Wir kamen damit perfekt in die Boxen und haben damit den Weltrekord um 200 Millisekunden nochmal geschlagen. I'm very happy about the world record. It took me really long to beat. Nice map, Stan. Okay, let's go. Mein erstes 3D World Time Attack Level. Also am Anfang habe ich versucht, sobald ich den Speed hatte für einen Full Jump, Long Jump, dann gleich einen Long Jump zu machen, auf diese Steine hier zu springen und einen kurzen Slope-Rutscher zu machen für einen guten Speed. Der Rest ist nur noch richtiges Timing beim Jumpen. Sobald ich den Boden berühre, einfach kleine Taps-Jumps, weil in 3D World ist es halt wichtig, bleib in der Luft. Und bei diesen ganzen Rutschen hier habe ich versucht halt das Bestmöglichste rauszuholen. Ne? Also die 3D World Time Attacker, die wissen schon, was abgeht. Die Time Attacker. Naja. Imagine, jemand nennt sich so Time Attacker. Den hau ich weg. So Leute, ich verabschiede mich jetzt recht herzlich. Herzlichster geht's gar nicht. Mit dem Recht des Herzens sage ich gute Nacht und wir sehen uns irgendwann mal.